und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute mit etwas Besonderem, denn ich habe euch eine Ankündigung zu machen. Ich bin nämlich ab jetzt Büchergilde-Botschafterin. Und falls ihr mich auf meinem Kanal schon etwas länger begleitet, dann wisst ihr, dass ich langjähriges Mitglied bei der Büchergilde bin und dort regelmäßig Bücher bestelle, ganz einfach, weil das Programm der Büchergilde meinen eigenen Lesegeschmack trifft und weil ich die Aufmachung der Bücher ganz großartig finde. Also das trifft total meinen Geschmack und befriedigt so ein bisschen dieses optische Bedürfnis, was ich an Bücher stelle und was ganz oft in den großen Verlagen nicht mehr so erfüllt wird. Also hier steckt immer sehr viel Liebe zum Detail drin, wenn es um die Materialien geht, um die innere Gestaltung der Bücher, aber auch um das Vorsatzpapier, das Lesebändchen und so weiter. Und das finde ich einfach als Buchliebhaber total schön, wenn dieser handwerkliche und gestalterische Aspekt in der Buchproduktion nicht völlig verloren geht. Und so habe ich mich sehr gefreut, als die Bücher auf mich zukam und gefragt hat, ob ich Lust hätte, Büchergilde-Botschafterin zu werden. Und ich habe sofort zugesagt, weil es eben für mich nichts Neues ist. Ich finde das Konzept sowieso unterstützenswert und so hat sich das für mich gut angefühlt. Und es bedeutet für euch, dass es immer ein Video geben wird, wenn das neue Büchergilde-Programm erscheint, in dem ich euch dann drei der aktuellen Titel rezensiere. Und vielleicht wisst ihr, dass ich damit nicht die einzige Büchergilde-Botschafterin bin, denn die liebe Isa vom Kanal It's Fonk war die allererste. Das heißt, sie hat auch schon ein solches Video hochgeladen, wo sie drei Titel aus dem letzten Büchergilde Programm vorstellt und rezensiert. Und sobald das neue Programm der Büchergilde im Juni erscheint, könnt ihr auch von uns beiden ein Video erwarten. Wir haben unterschiedliche Titel gelesen, das heißt, da ist auch ein bisschen Abwechslung drin. Darauf könnt ihr euch also schon freuen. Ansonsten wird sich durch diese Kooperation auf meinem Kanal aber nichts ändern. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass es jetzt nur noch um die Büchergilde geht. Und damit das hier nicht ein reines Informationsvideo wird, habe ich mir gedacht, ich schaue mal in meinem Regal nach, welche Büchergilde-Titel denn noch ungelesen sind. Quasi die Rache des Büchergilde-Subs. Ich dachte jetzt, ich zeige euch diese Bücher kurz, umreiße den Inhalt und dann dürft ihr auswählen, welches dieser Bücher wir in einer gemeinsamen Leserunde im Juli lesen. Das heißt, ihr habt über den Juni hinweg genug Zeit, um euch dieses Buch zu besorgen, falls ihr mitlesen möchtet. Es wird im Juni ja noch das andere Büchergilde-Video geben, wo ich eben die drei Titel vom aktuellen Programm vorstelle und da werde ich dann noch weitere Informationen zur Leserunde geben. Das heißt, da wird dann feststehen, welches Buch wir gemeinsam lesen und auch wie ihr zu der Leserunde kommt. Also werde euch da Goodreads und alles verlinken. Ich freue mich also, falls ihr Lust habt mitzumachen und Zeit habt, im Juli mit mir gemeinsam zu lesen. Würde mich total freuen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, welche Titel zur Wahl stehen. Obenauf liegt ein Buch, das ihr kennen solltet, falls ihr mein letztes Büchergilde-Abo-Box-Unpacking gesehen habt. Es geht um Winterbienen von Norbert Scheuer. Das ist ja ein Buch, das für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert war und das mir schon von seiner Leseprobe her so gut gefiel, dass ich es mir auf die Merkliste gesetzt habe. Und umso schöner war es, dass ich es dann einfach in der Büchergilde-Abo-Box fand, weil ich hatte mir vorgenommen, dass meine nächste Büchergilde-Bestellung dieses Buch enthält und dann habe ich es überraschenderweise bekommen. Also großartig, ich freue mich sehr auf die Lektüre. Die Geschichte spielt 1944 und wir begleiten einen Geschichts- und Lateinlehrer, der aus dem Schuldienst entlassen wurde und auch nicht wehrdienstfähig ist, weil er unter Epilepsie leidet und der sich in großer Gefahr befindet, weil er zum einen Juden in Bienenstöcken über die Grenze schmuggelt und zum anderen wird es immer schwieriger, an sein Medikament gegen die Epilepsie zu kommen. Das heißt, die Lage für unseren Protagonisten spitzt sich immer weiter zu. Buch Nummer 2, das zur Auswahl steht, ist Nordwasser von Ian McGuire. Das ist vermutlich das Kontrastprogramm zu unserem heißen Sommer, denn wir begleiten hier ein Walfangschiff in die Arktis. Mit an Bord ist ein sehr gefährlicher Mann, nämlich Henry Drax, ein gewissenloser Harponierer, der diese Expedition vielleicht für etwas anderes verwendet. Es kommt an Bord zu ganz schrecklichen Ereignissen und insgesamt wird diese Expedition zum wahren Albtraum aller Beteiligten. Das Buch ist wohl nichts für schwache Nerven, also die Brutalität, die hier geschildert wird, all die Geschehnisse an Bord werden detailreich und bildhaft beschrieben. Insgesamt soll diese Sprache auch sehr gewaltig sein. Das ist auch der Grund, warum ich es mir zugelegt habe. Ich kann mir vorstellen, dass die Atmosphäre in diesem Buch sehr beklemmend und dicht ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, in welcher ausweglosen Situation sich alle Menschen an Bord befinden, dass sie miteinander auskommen müssen und gleichzeitig haben sie eben so Charaktere an Bord, mit denen kaum auszukommen ist. Also ich stelle mir die ganze Situation, die hier beschrieben wird, sehr, sehr beängstigend vor und bin total neugierig auf dieses Buch. Ihr müsst nur entscheiden, ob das was ist für den Sommer oder ob wir das vielleicht besser im Winter lesen sollten. Buch Nummer 3 habt ihr erst vor kurzem in meinem Neuzugänge-Video gesehen. Es geht um Der Schrecken verliert sich vor Ort von Monika Held. Hier geht es um Heiner, der Häftling in Auschwitz war und 1960 zu den Prozessen erscheint, um auszusagen und dort im Gerichtssaal zusammenbricht. Lena, die als junge Dolmetscherin vor Ort ist, hilft ihm auf und die beiden kommen in Kontakt und gehen sogar eine Liebesbeziehung ein. Und die ist aus den Gründen schwierig, weil Heiner eben diese schrecklichen Dinge in Auschwitz erlebt hat und eben
fast nicht möglich ist, Lena begreiflich zu machen, was er dort erlebt hat, was er durchgemacht hat und was das in ihm verändert hat. Und Lena versucht es natürlich zu verstehen, wird aber vermutlich niemals in der Lage sein, das komplett nachvollziehen zu können. Und so gibt es eben Dinge, über die die beiden nie so richtig reden können, wo sie sich nie richtig verstehen können. Und ich denke, um diesen Konflikt geht es, um die Aufarbeitung dessen, was ein solches Trauma in einem Menschen zerstört, oder verändert, sodass sich dieser nie verstanden fühlen kann, außer von Menschen, die exakt dasselbe erlebt haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Lektüre. Als nächstes habe ich hier ein Sachbuch, nämlich Ausgestorben, um zu bleiben, von Bernhard Kegel. Ihr könnt es euch schon denken, das ist ein Buch über die Geschichte der Dinosaurier und hinten steht auch drauf, dass es eben kein aktuelles, modernes Werk dazu gibt, das sich an Erwachsene richtet und deswegen ist dieses Buch entstanden. Soweit ich weiß, ist es etwas populärwissenschaftlich geschrieben, sehr unterhaltsam. Ich glaube also nicht, dass das eine trockene Lektüre wird. Ich freue mich sehr darauf. Ich mag die Dinosaurier sehr gerne, war als Kind auch schon Dino begeistert und erhoffe mir eben, dass es ein moderner, aber trotzdem sehr lehrreicher Abriss der Geschichte der Dinosaurier ist. Das nächste Buch war für den Deutschen Buchpreis 2018 nominiert. Es geht um Arno Geigers Unter der Drachenwand. Genau wie Winterbienen spielt auch diese Geschichte 1944 und wir begleiten einen verwundeten Soldaten, der sich auf Heimaturlaub befindet und er kehrt in eine Normalität zurück, die er kaum begreifen kann, weil sie in kompletten Kontrast zu dem steht, was er im Krieg erlebt hat. Also wie gesagt, er ist verwundet worden, er leidet auch unter Albträumen, er ist einfach komplett erschöpft und ausgelaugt und kann sich kaum vorstellen, was da jetzt noch kommen soll, wie es jemals besser werden kann. Und ich denke, das betrifft auch die Dorfbewohner, die eben sich irgendwie arrangiert haben mit der aktuellen Situation, aber auch nicht so richtig wissen, was jetzt nach dem Krieg kommen mag. Diese Unsicherheit, die Hoffnung auf ein besseres Leben, darauf, dass man das hinter sich lassen kann, aber auch gleichzeitig dieses Bewusstsein, dass es wahrscheinlich Zeit ihres Lebens irgendwo in ihnen steckt, das, was sie durchgemacht haben oder was der Krieg bei ihnen verursacht hat. Und ich denke, ja, auch wieder eine Geschichte über den Krieg, die einem als Leser sicherlich zu denken gibt. Ich finde es gerade lustig, dass sowohl Winterbienen als auch dieses Buch 1944 spielt. Eigentlich könnte man die beiden Bücher auch gemeinsam lesen, aber ich würde für die Leserunde tatsächlich mich auf ein Buch beschränken wollen. Dann noch ein weiteres Sachbuch, nämlich Kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Auch das Buch habe ich euch in meinem letzten Neuzugänge-Video gezeigt. Es ist das letzte veröffentlichte Buch von Stephen Hawking, in dem er eben seine Antworten auf die großen Fragen der Menschheit gibt. Das sind natürlich wissenschaftlich unterfütterte Antworten auf diese großen Menschheitsfragen, aber es ist natürlich auch viel von der persönlichen Weltanschauung von Stephen Hawking mit dabei. Und das ist letztlich auch das, was für mich den Reiz ausmacht. Ich habe über dieses Buch fast ausschließlich positive Meinungen gehört bisher und kann mir gut vorstellen, dass sich das als Leserundenbuch hervorragend eignet, weil man über diese großen Menschheitsfragen eben auch wunderbar diskutieren kann. Man hat sicherlich unterschiedliche Auffassungen davon, vielleicht sind auch einige wissenschaftliche Aspekte neu für den einen oder anderen Leser, für mich mit Sicherheit auch. Ich glaube, hierüber den Austausch zu treten, macht richtig Spaß. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Heimkehren von Yah Gyasi. Die Geschichte beginnt im 18. Jahrhundert in Ghana und wir begleiten zwei Schwestern, die sich nie kennenlernen, weil ihre Lebenswege völlig unterschiedlich verlaufen. Einmal Esi und einmal F4. Während die eine als Sklavin nach Amerika verkauft wird, heiratet die andere einen Engländer, der mit dem Sklavenhandel reich wird. Das heißt also allein schon, dass die Voraussetzung, dass der soziale Stand völlig unterschiedlich ist. Und das Interessante ist, dass wir dann den weiteren Generationen der beiden folgen, also ihren Kindern und Kindeskindern. Und wir da mit Sicherheit herauslesen können, was Herkunft ausmacht, welche Chancen sie einem bietet, je nachdem, ob man privilegiert ist oder nicht. Und ich stelle mir das unglaublich spannend vor. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es trotzdem einige Parallelen gibt, die beide erleben aufgrund ihrer tatsächlichen Herkunft aus Ghana und gar nicht ihrem weiteren Lebensverlauf. Also ich bin total neugierig darauf, was die beiden für Erfahrungen machen, was auch ihre nachfolgenden Generationen für Erfahrungen machen, aufgrund der Herkunft ihrer Mütter. Und insgesamt finde ich dieses Konzept total spannend. Ich habe auch hier sehr viele positive Meinungen gehört. Ich weiß, dass dieses Buch auch recht hart zu lesen ist, weil wir natürlich auch mit vielen Dingen konfrontiert werden, die schrecklich sind und die diesen Frauen widerfahren. Aber ich denke, dass es sich deswegen auch wieder sehr gut als Leserundenlektüre eignet. So, damit habe ich euch jetzt alle Bücher gezeigt und ihr dürft entscheiden, welches Buch wir gemeinsam lesen wollen. Ich verlinke euch also die Umfrage zur Leserunde in der Infobox und diese Umfrage läuft dann einschließlich bis zum 14.06. Das heißt, dann entscheidet sich, welches Buch wir gemeinsam lesen. Ich werde euch den ausgewählten Kandidaten dann natürlich mitteilen, also ihr werdet das auf Instagram mitbekommen, aber ich werde euch das auch nochmal in dem Video sagen, das dann am 21.06. online geht, wo ich euch eben das neue Büchergilde-Programm vorstelle. Ich werde euch dann noch genug Zeit geben, dass ihr euch das Buch besorgen könnt. Also ich denke, dass die Leserunde dann irgendwann Mitte
Juli beginnen wird. Alle genauen Informationen bekommt ihr dann eben auch am 21.06. in dem Büchergilde-Video zusammen mit dem Link zur Goodreads-Gruppe und so weiter und so fort. Also alle Infos werdet ihr bekommen. Ich freue mich einfach, falls ihr Lust darauf habt, wenn ihr Zeit habt, im Juli mit mir gemeinsam was zu lesen. Ich würde mich über eine zahlreiche Teilnahme natürlich freuen und über den Austausch, den wir dann haben. Ich habe so lange keine Leserunde mehr gemacht aufgrund meines Umzugs und dem ganzen Chaos, das dann hier YouTube-technisch los war, war das für mich nicht möglich, das zu organisieren. Deswegen freue ich mich, dass wir im Juli damit endlich wieder losstarten und dann hoffentlich auch regelmäßig gemeinsam lesen. Und damit beende ich jetzt dieses Video. Ihr findet alle Informationen zur Büchergilde und meiner Rolle als Botschafterin unten in der Infobox. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst. Was haltet ihr davon, dass ich jetzt Büchergilde-Botschafterin bin? Passt das zu mir und was erhofft ihr euch von mir? Also auch falls ihr bestimmte Fragen habt an die Büchergilde, die ihr schon immer mal stellen wolltet, dann könnt ihr mir die gerne zusenden. Ich leite die dann weiter und mache dazu auch gerne nochmal ein Video. Auch falls ihr Kritik, Bedenken oder Sorgen in Bezug auf meine Kooperation habt, lasst die gerne in den Kommentaren da. Wir können dann darüber diskutieren. Ich nehme das mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.